Oh geil, das macht schon wieder mega Bock. Italien, genauer gesagt Massa Marittima. Wundervolles, warmes Wetter, blauer Himmel, trockene Trails, kleine Villen, bei denen man bei einem Lemon Soda auf der Terrasse sitzt und sich die Sonnenstrahlen ins Gesicht scheinen lässt. Oder aber wie am heutigen Morgen, Regen, Regen, Regen. Naja, egal. Wie im vergangenen Video bereits gezeigt, war ich während dem Vormittag bei Score und habe mir hier von Lisa und Co. Infos aus erster Hand zu dem 4060 ZLT eingeholt, welches ich am Nachmittag testen wollte. Lisa zeigte mir im Termin die ganzen kleinen Besonderheiten, wie auch die Möglichkeit, individuelle Rahmenschutzfolien beziehen zu können, und das finde ich mega lässig. Nach dem informativen Vormittag ging es direkt ins Zimmer, um sich die Bike-Klamotten überzuwerfen und dann in Richtung Trails aufbrechen zu können. Der Vormittag mit den ganzen Informationsveranstaltungen mit den Brands ist jetzt vorbei. Jetzt heißt es Biken gehen. Ich habe mega Bock drauf, habe mir bei Score ein Fahrrad reserviert. Ja, bin ich auch gespannt, wie das Ganze so funktioniert. Stelle euch das gleich nochmal ganz kurz vor. Aber dann schwingen wir uns aufs Rad und dann geht's ab nach oben auf den ersten Ride. Ich habe mega Bock, let's go! Bevor wir uns in die doch rutschigen Trails stürzen sollten, ein paar kleine Infos zu dem Bike der Schweizer Marke Score. Das 4060 ZLT ist die, wie das LT vermuten lässt, Long Travel Variante. Das bedeutet 170 mm an der Front und 160 mm Federweg am Heck. Damit sollte das Score wohl das perfekte Bike für ruppige Trails und ordentliches Geschepper sein. Für den Weg im Uphill zurück zum Spaß auf den Trails sorgt der EP8 von Shimano in Verbindung mit einem 720er Akku. Die Farbe von meinem Testbike in Purple Metallic knallt so richtig und sieht live nochmal eine ganze Ecke cooler aus wie hier im Video. Super gespannt war ich auf die Geometrie, denn Score legt den Fokus auf Spaß und Good Times auf den Trails. Allen voran eine 435er Kettenstrebe in allen Rahmengrößen lässt er ahnen, wie lässig das Rad um Kurven gehen sollte, und erstaunlicherweise wurde diese kurze Kettenstrebe in Verbindung mit Full 29er Laufrädern gebaut. Bis auf die nachgerüstete Axis Dropper, die dem Vollcarbon-Bike sehr gut steht, war das Rad im originalen Spec. Fox 38 Grip 2, Float X Factory und Shimano XC Antrieb und Bremsen sollten auch hier keine Wünsche mehr offen lassen. Nachdem die Flat Pedals an das Rad gewandert waren und die ganzen Einstellungen und das Fahrwerk für mich optimiert wurden, war es soweit und ich rollte los. Ich habe mega Bock auf die Trails und auch auf das Score hier als LT-Version Long Travel. Also 170 mm an der Front, 160 am Heck. Das garantiert definitiv Spaß. Das Score war jetzt auch safe die ganze Zeit eins der Bikes, die ich sowieso schon testen wollte. Finde ich super spannend, das Rad. Und hier ist mega viel Liebe fürs Detail reingeflossen. Ich hatte ja heute Morgen den Slot bei Score selbst. Ist schon immer geil, wenn man die Hersteller direkt oder bei den Herstellern direkt Informationen zum Rad bekommt. Also da gibt es super viele kleine Feinheiten, die einfach die Liebe zum Detail zeigen, was mir richtig gut gefällt. Und der Ansatz war hier auch, eigentlich kein E-Bike zu bauen, sondern ein Enduro mit Motor. Also ja, ein eigentlich genauso gut funktionierendes E-Bike wie auch das Enduro auf die Beine zu stellen. Und geometrieseitig ist es hier schon ziemlich nah am Enduro. Kurze Kettenstrebe. Hier geht schon was, glaube ich. Ich bin hyped. Ich hab Bock, Mann. Ich muss auch nochmal Danke sagen an euch alle, weil nur durch euch werde ich zu so Events eingeladen. Wenn es euch nicht geben würde, dann würde es auch den Kanal in der Art nicht geben und vor allen Dingen auch nicht mich auf diesem Event. Also dickes, fettes Merci an alle. Sowas hier ist halt mit dem E-Bike echt einfach nur geil. Diese Uphill-Dinger drin hast, wo du auch wirklich Spaß haben kannst beim Hochfahren. Mega lässig.
Jetzt sind wir gleich oben angekommen. Ich möchte euch aber noch mal ein, zwei Sachen zeigen. Mal gucken, ob man das Radl hier mal anlehnen kann. Boah, jup. Passt. Ich möchte euch noch schnell ein, zwei Sachen zeigen. Und zwar der On-Off-Button hier. Befindet sich auf der Stelle, finde ich irgendwie eigentlich ganz geil. Sieht irgendwie auch cool aus, schön hochwertig. Gefällt mir echt gut. Akku ist natürlich entnehmbar, was vielen Leuten natürlich mega wichtig ist. Und hier auf der Seite, schauen wir uns auch nochmal an, hier so befindet sich der Ladeport mit so einem kleinen Gummischnippel. Ja, das Gute ist, man kann ihn nicht verlieren. Gibt, glaube ich, noch hochwertigere Lösungen, aber funktioniert. Ich fahre jetzt das Long Travel. Ihr seht, hier hinten kann man das verstellen, kann man es zum Short Travel Bike machen, also mit weniger Federweg. Finde ich auch einen ganz geilen Ansatz eigentlich. Also wenn man mal irgendwann ein Short Travel kauft und dann doch lieber weniger Federweg haben will, kann man das machen oder auch andersrum am Ende. Ganz geil. So, jetzt fahren wir mal hoch, die letzten Meter. Und dann, wenn wir die letzten Meter hochgefahren sind, fahren wir natürlich auch die anderen Meter runter. Geil. Ich glaube, wenn man sich auf das Bike eingefahren hat, dann ist schon sehr lässig, weil kurze Kettenstrebe lässt sich schön manövrieren, hat natürlich viel Potenzial. Das Short Travel würde mich aber auch mal interessieren, weil meistens, keine Ahnung, bei mir zu Hause brauche ich gar nicht so viel Federweg. Hier im Wald ist schon noch ganz schön dunkel und nass und feucht. Aber das LT hier, das läuft. Vorne würde ich mir vielleicht wieder einen anderen Reifen wünschen als den Assegai. Aber naja, gut, ist hier bei dem Testbike so. Und wie gesagt, die Trails sind halt heute trotzdem noch relativ rutschig. Ist noch relativ leise, das Bike. Außer der Shimano-Motor, der ist halt logischerweise hier ordentlich am Kleppern. Aber ansonsten fährt sich schon echt geil. Oh geil, das macht schon wieder mega Bock. Nehmen wir hier oben die Leine. Wow. Auch eigentlich ein geiler Trail so zum Ausprobieren und Testen. Wow, von dem Bike. Ist alles drin. Drehpassagen, ein paar Steine. Ist so Zeug. Von allem etwas. Bisher echt bei dem Score mein einziger Kritikpunkt wäre der EP8 und das Klappern. Gut, da kann Score am Ende nichts dafür. Beziehungsweise nur bedingt. Das wäre, wie gesagt, so mein einziger Punkt, den ich habe. Der Rest an dem Rad funktioniert schon echt gut. Funktioniert schon gut. Vorderreifen würde ich vielleicht noch bei den Bedingungen wieder wechseln. Ich bin aber auch jedes Mal quatschig irgendwas vom Vorderreifen. Naja, aber der wäre schon ja nochmal geiler. Bisschen ans Wetter angepasst, aber ansonsten, boah, ja, wenn ihr auf der Suche seid, oh shit, Bock habt auf E-Bike und auf so ein schönes Enduro-Spaßbike, seid ihr hier richtig. Ich habe vorhin mit Score gesprochen. Der Fokus ist gar nicht so krass auf dem Racen, auch bei dem normalen Bike. Die werden jetzt auf jeden Fall erstmal kein Enduro-Team und sowas an den Start bringen, sondern die Ausrichtung ist schon eher Freerider, All-Mountain-Enduro-Dudes, die einfach eine gute Zeit haben wollen. Auf dem Rad gar nicht unbedingt den Racing-Charakter brauchen und suchen. Die sind dabei Score auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Und sieht man ja auch an den Markenbotschaftern, die da am Start sind. Ja, das sind ja so die Leute, die eigentlich für Good Times und so weiter stehen. Also von dem her passt da alles zusammen. Bisher kann ich echt uneingeschränkt empfehlen und ich muss auch sagen, dieses Lila Purple kommt mega lässig. Und hier schön
kannst du mal den Hinterbau ein bisschen fliegen lassen und austesten und die komplette Suspension durcharbeiten lassen. Uah. 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 Leute, ihr habt sicher durch die Eindrücke auf den Trails mitbekommen, welchen Spaß ich mit dem E-Bike von Skoar hatte. Das ST, also Short Travel Bike, würde mich für Runden auf heimischen Mittelgebirgstrails auch brennend interessieren, denn ich denke, damit kann man richtig viel Spaß haben. Danke an euch fürs Schauen des Videos, an Skoar für das Rad und an die Bike Connection Agency für die Einladung. Jetzt schnappt euer Bike, geht raus auf die Trails und habt einfach eine gute Zeit. Wir sehen uns am Mittwoch. Ein wenig ungewöhnlich, aber seid gespannt. Ich freue mich auf euch. Haut rein und bis dann, euer Toffer.